Wir stehen hier vor einem Motocross-Motorrad von Baujahr 65. Und zwar ein Montesa-Motor ist da eingebaut worden. Und ein, an diesem speziellen Fall ein Husqvarna-Zylinder von Schweden. Die ganze Maschine wurde in Herrenberg gebaut. Von der ganzen Geschichte gibt es etwa oder gab es etwa 60, zwischen 50 und 60 Motorräder. Die wurde in Eigenregie gebaut mit dem Motocross-Freund Fritz Betzelbacher und mich, der Otto Walz, und dem Georg Hauger, wo leider schon verstorben ist. Und wir hatten da das bei Maiko angefangen, weil der Fahrwerk war nicht so den Wünschen entsprechend, was wir dort mal haben wollten. Erstens vom Gewicht und zweitens von der Konstruktion. Es wurde anfänglich in einer Kneipe, wurde die Maschine im Kopf ausgetüftelt und dann in Natura umgesetzt, und zwar bei der Firma Maiko in Pfäffingen. Die Maiko-Leute wollten das zu der Zeit nicht haben. Dann haben wir einfach einen Maiko-Motor eingebaut und sind dann losgezogen mit der Maschine zu den einzelnen Rennen europaweit und haben ganz gute Erfolge erzielt, weil das Motorrad sehr leicht und wendig war und tief war. Verschiedene Elemente wurden da eingebaut, wo zu der Zeit einfach gut waren. Zum Beispiel die Ciriani-Gabel. Die Firma Ciriani war in Gallarate in Italien und hatte zu der Zeit die Motocross-Motorräder ausgerüstet mit Telegabeln und hinteren Federbeinen. Die Rohre des Fahrzeuges sind vom Flugzeugleichtbau, sind maximal 1,5 mm in der Wandungsstärke, allerdings im Durchmesser etwas größer, damit die Stabilität erhalten bleibt. Das ganze Fahrzeug oder der ganze Rahmen wurde von uns in Herrenberg bzw. Pfäffingen gebaut in Einzelanfertigung. Wir haben hier in der Maschine eine Doppelnockenbremse eingebaut, wo normalerweise für die Straße geeignet ist. Deshalb auch der Lufttrichter an der vorderen Seite der Bremsankerplatte. Für Motocross wurde das natürlich zugemacht, weil da so ein Schmutz und Dreck und Wasser reinkommt, wo der Bremsleistung dann nicht zuträglich ist. Aber mit einem Finger am Bremshebel funktioniert die hervorragend, was anfänglich zu, ein bisschen zur Gewohnheit werden musste, weil die so stark war, die Funktion der Bremse. Aber man konnte da anhalten wie zu der Zeit mit keiner anderen Bremse. Es war allerdings etwas schmal, die Bremstrommel, aber es hat doch für die Motocross gehalten. Wenn es schon mal kaputt ging, wurde halt eine neue Bremstrommel eingebaut. Zu dem Motor noch, von dem Motorrad. Der Motorunterteil an diesem Motorrad ist von Montesa von Barcelona in Spanien. Und zwar die anfänglichen Hubräume des Montesa-Motors zu wenig, haben dann einen Husqvarna-Zylinder aufgesetzt auf den Montesa-Unterbau, wo einfach mehr Kubik hatte und wir konnten da auch einen größeren Vergaser montieren. Der hatte jetzt 36 Durchmesser. Jetzt allerdings habe ich den reduziert, weil mir der nicht mehr in der Funktion einsetzen wollen. Erstens bin ich zu alt zum Fahren. Ich fahre schon noch mal ab und zu, aber nur, wenn es schönes und trockenes Wetter ist. Musik.
Am Hinterrad ist ein großes Kettenblatt montiert gegenüber einer Straßenmaschine, dass man die Übersetzung anders machen kann. Man kann auch die Zähnezahl dann vergrößern oder verkleinern, genauso an der vorderen Seite. Die muss ja keine Endgeschwindigkeit von 100, 120 haben, das braucht sie nicht. Es reicht die Leistung und dass sie alle Steigungen und Ebenen trifft im Gelände. Weil mir fährt da beim Motocross zwischen 40 und 60 Kilometer im Schnitt und da braucht man keine Endgeschwindigkeit von 100 oder mehr. Auch die Hinterradbremse ist hier nicht so erforderlich. Die ist sie wohl dran, aber sie ist sekundär. An dieser Maschine ist der Auspuffanlage ist unten montiert. Wir haben das wegen dem Gewicht nach unten verlegt, obwohl sie öfters mal kaputt ging, weil die Steine den Topf zertrümmerten oder zerdrückten. Jetzt im Nachbau oder in der Nachrichtung der Maschine ist jetzt ein Schalldämpfer rangekommen, weil der jetzt nötig ist, um zu fahren, dass es etwas leiser ist, das Motorrad. Das ist das Einzige, was nicht original ist. Hinter dem Vergaser ist ein Luftfilterkasten, wo die Luft für den Motor angesaugt wird. Was da anders ist in der Zeit, was die anderen Leute hatten, das war früher nur ein Drahtgeflecht vom Luftfilter. Heute oder bei uns hier haben wir einen Schaumstofffilter eingebaut, wo man dann auch auswaschen kann und es ist schnell wieder fahrbereit. Man muss eben den unteren Deckel abschrauben und schon ist man am Filter dran und der hat zwei Stück, einmal rechts und einmal links. Zudem ist das Volumen des Luftfilters ziemlich groß, dass er immer Reserve hat für den plötzlichen Zugriff am Vergaser. Dass der einfach da ohne große Luftgeschwindigkeit am Luftfilter zu viel Dreck ansaugt. Weil im Motocross ja sehr viel Schmutz vorkommt, sei es Staub oder nassen Dreck, ist es schon wichtig, dass der Luftfilter gut funktioniert.